So, Freunde, Freitagmittag, ich habe die Faxen dicke, ich fahre jetzt an den Strand. Seht, ich habe es geschafft. Um Köln rum ging der Verkehr echt gut, weil ich früh dran war. Und durch Holland bis nach Belgien war auch kein Problem. Nur um Antwerpen rum war halt Stau. Da bin ich ein bisschen durch die Stadt gecruised, um das Ganze so ein bisschen zu umfahren. War aber okay und ich glaube, ich war doch innerhalb von 4 Stunden ungefähr hier. War dann noch fix an der Promenade und habe mal noch den Lenzer vor Leuchtturm und Meer fotografiert, denn dieses Video hier steht ja unter dem Motto der alte Lenzer und das Meer, damit ihr den auch mal gesehen habt. Ja, und ich mache es mir hier gerade so ein bisschen in den Dünen bequem. Wie man sieht, hier schön mit Strand im Hintergrund. Ich werde auch gleich nochmal runtergehen, aber vorher trinke ich mein kühles Blondes noch aus und ja. Es ist echt schön entspannt. Ich habe auf der Autobahn wirklich gedacht, hier würde der Bär steppen, weil so viele deutsche Autos in meine Richtung quasi mitgefahren sind. Aber alles paletti. Kann nicht meckern. We'll be right back.
Ja, Tag 2 bei meinem kleinen spontanen Trip nach Seeland bzw. nach Westkapelle. Heute ist das Wetter nicht ganz so gut, was aber auch nicht schlimm ist, denn hier in Westkapelle hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen nördlich vom Ort mit dem Auto tagsüber bis ans Wasser ranzufahren. Ich glaube, ab 21 Uhr machen die das dicht, weil die nicht wollen, dass hier jemand übernachtet, aber grundsätzlich kann man tagsüber hier stehen. Und dann habe ich mir gerade noch einen schönen Kippeling geholt an der Promenade und bin jetzt hier hochgefahren und ja, chill jetzt hier so ein bisschen. Die Nacht im Lenzer war auch relativ komfortabel, also da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe hinten einfach die Rücksitzbank umgeklappt. Und habe dann die Füße quasi in den Kofferraum gesteckt und habe dann ja, gepennt. Habe noch zwei Isomatten drunter und halt Schlafsack dabei. Dann habe ich vom L300 hier diese Thermomatten für die Fenster, die habe ich dabei. Die habe ich hier einfach vorne rum an die Fenster gemacht. Hinten habe ich noch eine Thermomatte für die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben habe ich hier mit zwei so Tüchern zugehängt. Konnte auch keiner reinglotzen heute Nacht und ja. Wunderbar. Sollte man eigentlich einfach mal öfters machen. Einfach mal übers Wochenende weg und bisschen chillen am Meer, bisschen glotzen und ja, ich finde es gerade echt entspannt, wirklich. Und falls ihr euch fragt, warum ich mit dem Auto hier bin und nicht mit dem Wohnmobil, weil wir haben ein Wohnmobil. Ja, keine Ahnung. Familie hat Heimaturlaub, weil meine Frau noch Resturlaub hat. Und die sind halt zum Schwiegereltern gefahren. Und ich wäre jetzt, weil ich keinen Urlaub habe, ich muss die Woche über arbeiten, ich wäre jetzt das Wochenende über zu Hause gewesen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was mache ich? Arbeite ich am Haus, arbeite ich an Autos oder mache ich das hier? Und ja, ich habe mich für Westkapelle entschieden. Ja, es ist halt auch wirklich, wirklich geil. Und ich sag mal, mit dem Auto, das lässt sich ja wunderbar machen. Also es, Autocamper ist eine gute Sache für eine Person. Ich sag mal, wenn ich wüsste, dass ich das jetzt öfters mit dem Auto machen würde, würde ich mir das noch ein bisschen anders gestalten. Vielleicht mit einer Liegefläche hier anstatt des Beifahrersitzes. Aber das wird ja jetzt wahrscheinlich nur eine einmalige Sache erstmal sein. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, dass es auch mit einfachen Mitteln, nämlich mit zwei Isomatten und einem Schlafsack und einem Auto möglich ist, einfach mal ein paar Tage Urlaub zu machen. Und ich sag mal, um die Verpflegung habe ich mich jetzt überhaupt nicht gekümmert. Oh, da glotzt jemand. Um die Verpflegung habe ich mich zum Beispiel überhaupt nicht gekümmert. Ich habe ein Sixpack Wasser mit. Ein paar Bier und so ein paar Sachen hier, ein bisschen Toast und ein bisschen Salami, aber alles andere, so für, also fürs Frühstück und alles andere, das kaufe ich hier. Ich meine, für 2 Tage, das ist jetzt nicht die Welt und hier gibt es ja auch alles, ne? Also ich stehe ein bisschen südlich von Westkapelle auf dem Campingplatz, weil einfach so campen in den Niederlanden ja so ein bisschen kritisch ist. Und ja, da gibt es auch einen kleinen Supermarkt in der Nähe, noch so eine Fritur, also hier Pommesbude. Und ja, da brauchst du nichts Großartiges. So, jetzt habe ich euch lange genug zugelabert. Genießt noch ein bisschen die Eindrücke, die ich euch noch von hier zeigen möchte und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Also, bis dann.